Also schön die Klappe halten und lieber mal Bäume pflanzen. Das machen die Kinder jetzt auch im Langenbergpark. Genau da, wo die Stadt zuletzt einige Bäume fällen musste. Darunter übrigens auch eine alte Buche, die nach hunderten Jahren nicht mehr austrieb. Schade, denn in ihrem Leben hatte sie schon rund 2000 Kilogramm CO2 gebunden und in Sauerstoff umgewandelt. Wie und warum genau, das haben die Kinder vom Projekt Plant for the Planet am Morgen in Arbeitsgruppen gelernt. Als erstes haben wir uns immer angeguckt, wie das aussieht. Wie die Weltenbevölkerung, Autos, weniger als ein Euro, weniger als ein Dollar. So. Und wie sich auch das Klima verändert hat. Ja. Die ganzen Gletscher gehen zurück und wir haben über auch das ewige Eis gesprochen, wie das auch zurückgeht und so weiter und warum das so ist, was dafür verantwortlich ist in der Welt, nämlich unsere, alles, was wir an Schadstoffen ausschütten und CO2 ist halt ganz schwerwiegend für unser Klima. Damit das auch so bleibt, kommt jetzt im Langenbergpark schon mal ein neuer Baum für künftige Generationen dazu. Das ist diese Buche der Buche, die ist circa jetzt 30 Jahre alt. Die haben wir schon ein paar Mal umgesetzt, damit wir den dicken Bäume auch verpflanzen können. Und diese Parkanlage ist das eine kleine wunderbare Geschichte für die Bäume, die hier abgesägt wurden. Aber als Ausgleich wollen wir auch mehrere Sachen machen jetzt hier und ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Wir werden auch noch ein paar Bäume pflanzen auf dem Feld, oder? Ja. Na denn, aufsitzen und Abmarsch. Wenig später dann wieder absitzen und weiterpflanzen. Denn die Mission der rund 30 Kinder ist ganz einfach. Dass wir Kinder die Zukunft halt selbst in die Hand nehmen, weil das ist halt unsere Zukunft und nicht die Erwachsenen. Und die Erwachsenen, die labern nur und tun nicht wirklich was. Die verschieben nur so Konferenzen auf ein paar Jahre. Und das finde ich blöd. Ich finde auch, dass mehr Bäume gepflanzt werden sollten, weil es halt nicht so viel, also früher war ja hier überall Wald, aber jetzt wurde halt alles abgewaldet, damit hier auch Leute wohnen können. Jetzt sollte halt wieder was dagegen getan werden, dass hier wieder Bäume gepflanzt werden. Ein paar Erwachsene haben das offenbar schon verstanden und unterstützen die Kinder. Die von den Initiativen Essbare Stadt oder Slow Food, der NABU und auch die Stadt Bocholt selbst. Das hat für uns zwei Dimensionen. Die eine ist, dass das hier eine ökologische Ausgleichsfläche ist, auf der ohnehin ein Wald entstehen soll. Und das andere ist, dass diese Waldfläche gleichzeitig auch eine CO2-Senke ist. Das heißt, dass hier CO2 gebunden wird und wir als Klimakommune betreiben eine ganze Reihe von Projekten zum Klimaschutz. Und das ist auch ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz, indem wir hier ein Stück Wald anpflanzen, der CO2 bindet. Die Idee für die weltweite Kampagne Plant for the Planet hatte übrigens vor 7 Jahren ein 9-jähriger Junge aus Bayern. Bis heute pflanzten Kinder darum schon über 12 Milliarden Bäume weltweit. Plus 300 jetzt auch in Bocholt.